Bekannt für Fliegeruhren, baut Laco auch heute sehr moderne und sehr interessante andere Produktlinien. In diesem Video zeige ich euch diese modernen neuen Produktlinien und gehe auf die Geschichte von Laco ein. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Laco hat mich in einem Kommentar unter einem vorherigen Video von mir angesprochen, wenn ich mal etwas über Laco machen möchte, soll ich sie ansprechen und sie würden mir dann Uhren und andere Informationen zur Verfügung stellen. Ich habe mich darüber sehr gefreut und so ist dieses Video zustande gekommen. Wenn ihr andere Marken sehen möchtet und andere interessante Uhren, die ich euch bisher noch nicht gezeigt habe, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr mir helft, meinen Kanal bekannter zu machen. Empfehlt mich weiter, abonniert mich, falls noch nicht geschehen. Auf diese Art und Weise kann ich wachsen und euch Uhren zeigen, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt. Jetzt aber zu Laco. Laco wurde 1925, also vor knapp 100 Jahren, gegründet. Und zwar von Frieda Lacher und Ludwig Hummel. Als Lacher und Co. Laco. Sie haben immer schon Uhren gebaut, wurden aber in den 40er Jahren des letzten Jahrtausends richtig bekannt, weil sie eine der fünf Firmen waren, die der Ausschreibung des Reichsluftfahrtministeriums folgend die typischen und bekannten Fliegeruhren für die deutschen Flugzeuge und die deutschen Navigatoren und Beobachter bauen konnten. Es ist nämlich nicht so, dass diese Uhren für Piloten gebaut wurden, sondern für die Beobachter und Navigatoren. Laco ist eine sehr traditionelle Firma, was man auch daran sieht, dass sie seit der Gründung bis heute ihren Firmensitz in Pforzheim gelassen haben und dort die Uhren produzieren. Sehr bodenständig, qualitativ, hochwertig und in meinen Augen sehr sympathisch. So habe ich Laco bisher wahrgenommen und das hat sich bei der näheren Beschäftigung mit der Firma auch genauso bestätigt. Auch heute noch lebt Laco diesen Bezug zur Geschichte. Wenn man alleine den Showroom von Laco sich anschaut, er ist modern und trotzdem atmet er die Geschichte der Firma. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch. So wie seit Jahrzehnten werden die Uhren von Uhrmachern per Hand zusammengesetzt. Früher sah es so aus oder auch mal so. Und heute hat sich das Ganze natürlich wesentlich modernisiert. Nichtsdestotrotz bleibt es Handarbeit, um die Qualitätsansprüche aufrechterhalten zu können. Ihr könnt sehen, wie die Zeiger gesetzt werden oder auch wie die Zeigertemperatur gebläut werden. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Geschichte und es wird wirklich mit Feuer und Hitze gemacht. Klar, temperaturgebläute Zeiger. Trotzdem, dass da richtig Feuer angelegt wird, hatte ich mir so nicht vorgestellt. Irgendwie hatte ich da eine andere Vorstellung von. Ihr seht, wie das Werk zusammengesetzt wird. Alles das in einer sehr, sehr sauberen und klinisch reinen Atmosphäre und nicht in den großen Werkshallen wie vor Jahrzehnten. Zum heutigen Produktportfolio von Laco gehören in meinen Augen im Wesentlichen sieben große Produktlinien. Die ganz klassische, selbstverständlich, Fliegeruhren Original. Ich blende euch ein paar Uhren ein. Dies sind Uhren, die möglichst nahe an die Originalspezifikationen für Fliegeruhren im Zweiten Weltkrieg gehen. Ich habe eine Uhr davon auf dem Tisch gehabt, habe ein komplettes Review vorbereitet. Es kommt in den nächsten Wochen und dort gehe ich auch auf die genaueren Spezifikationen für diese Art von Fliegeruhren ein. Die Preise bewegen sich von knapp unter 1000 Euro bis hin zu knapp unter 4000 Euro. Das sind dann allerdings die Erbstücke, das heißt, das sind Fliegeruhren Original, die per Hand gealtert wurden, um einen Retro-Charme zu erzeugen. Es sind aber vom Werk her und von der Qualität her neue Uhren, die nur künstlich gealtert worden sind. Grundsätzlich sehe ich sowas eher kritisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Uhren haben für mich einen gewissen Charme und auch hier blende ich euch ein Bild ein.
Die zweite Produktlinie sind Fliegeruhren Klassik. Dies sind Fliegeruhren, die etwas moderner sind, also kein perlgestrahltes oder sandgestrahltes Gehäuse haben, sondern satiniert, mit farbigen Ziffernblättern, nicht ganz so nah an den Originalspezifikationen drin, andere Uhrwerke teilweise drin, und die Preise bewegen sich hier von ja, um die 400 Euro. Also sie sind deutlich günstiger und unterhalb den Fliegeruhren original angesiedelt. Und persönlich gefallen mir die Fliegeruhren original viel besser, auch wenn die Fliegeruhren Basis moderner im Erscheinungsbild sind. Aber das gefällt mir bei einer Fliegeruhr Typ A oder Typ B nicht ganz so gut. Die dritte Produktlinie sind die Einsatzuhren oder auch Sportuhren. Das sind sehr moderne, frische Uhren, zum Teil auch sehr große Uhren, in jedem Fall aber robuste Uhren. Und aus dieser Serie kann ich euch die Laco Amazonas vorstellen. Video kommt in den nächsten Wochen. Preislich liegt diese Serie von um die 1000 Euro bis an die 2000 Euro. Die vierte Produktlinie, auch hier kommt ein Bild, sind die Chronographen. Hier gibt es gewisse Überschneidungen zwischen den anderen Produktlinien. Die Chronographen sind aber als ein Thema gebündelt, preislich um die 2000 Euro. Die fünfte Linie sind die Marineuhren. Und hier war ich überrascht, denn Marineuhren hatte ich bei Laco überhaupt nicht auf dem Schirm. Es sind einige wirklich interessante Stücke dabei. Marineuhren ist jetzt nichts, was ich anziehen würde, weil mich der Stil nicht so unmittelbar anspricht. Aber die Uhren sind, soweit ich das sehen kann, sehr, sehr gut gemacht. Auch hiervon werde ich eine Uhr bekommen, die ich euch dann in einem Review vorstellen kann und dann auch detailliert auf Blattgehäuse und alles, was mir so auffällt, eingehen werde. Preislich liegen diese Uhren von ungefähr 400 bis 1000 Euro. Die sechste Gruppe sind die Special Editions bzw. auch die sonstigen Uhren, die im Vintage-Stil gehalten sind. Ich blende euch mal einen Screenshot ein, aber viel kann ich dazu nicht sagen, weil hier ein gewisses Sammelsurium an Uhren kommt und jede Uhr eine Eigenart hat. Das ist so ein Sammelbecken für Uhren, die jede für sich etwas Besonderes haben und sich in die anderen Produktlinien nicht ohne weiteres einordnen lassen. Die letzte Linie, die siebte Linie, sind die Laco Classic. Und nach allem, was ich gehört habe, ist das eine Linie, die wohl in der Zukunft nicht fortgeführt wird oder nicht unbegrenzt fortgeführt wird, was ich hier schade finde. Denn das sind sehr klassische Uhren, die eine gewisse Nähe zu Nomos oder auch der Stowa Antea haben. Ich mag sie sehr gerne, insbesondere weil sie auch preislich sehr, sehr attraktiv sind, mit Preisen von um die 400 Euro bis 1000, 1200 Euro. Wer diesen Stil mag, sollte mal reingucken, denn ich glaube nicht, dass sie noch sehr, sehr lange verfügbar sein werden. Ja, das war mein kurzer Überblick über Laco als Firma, Geschichte, aktuelles Portfolio, wie produziert wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Uhren, die ich euch in den nächsten Wochen zeigen werde. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, empfehlt meinen Kanal weiter und bis dahin, tschüss, Axel.